An einem nebligen Freitagabend machte sich eine Gruppe mutiger junger Leute auf den Weg für eine Mission, die die Menschheit schon seit Jahrtausenden umtreibt, im Stillen ihres Hungers. Aber es sollte an diesem Abend etwas Besonderes sein. Denn nein, Tiefkühlpizza oder der Döner, der es immer wird, wenn für Kochen keine Zeit oder Lust da war, reichte heute nicht aus. Frisch, aus regionalem Boden, gesund und natürlich unglaublich lecker. Nicht weniger als all diese Kriterien galt es zu erfüllen. Denn Hunger an diesem Tag doch nur das einzige Problem von Max gewesen wäre. Aber eine weitere Frage beschäftigte ihn, die nach seiner Zukunft. Suchst du nicht auch noch eine Ausbildung? Lass gut sein. Es ist Wochenende und ich habe Hunger. Und er hatte absolut keinen verdammten Plan. Also zurück zur Essensbeschaffung. Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, Klöße, Kartoffelpuffer. Die Auswahl im Friweiker Kartoffelhaus war für ihre Vielfalt und Qualität bekannt. Voller Vorfreude wurde nach einem Sack leckerer Erdäpfel gegriffen. Aber der Sack war komplett leer. Naja, dann eben weiter in Richtung der guten, selbsterzeugten Kartoffelprodukte. Ein sahniges Kartoffelgratin erwartete die beiden. Aber nicht schon wieder. Eine Verpackung, die mit nichts als gähnender Leere beeindruckte. Langsam wurden die beiden etwas unruhig. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ein beherzter Griff. Auch leer. Doch auch hier wieder das gleiche Spiel und von Kartoffeln keine Spur. Das Fachpersonal des Kartoffelhauses wusste sicherlich, warum es hier nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Warum ist alles ohne Kartoffel? Warum es keine Kartoffeln gibt? Ohne Auszubildende gibt es eben keine Kartoffeln. Ohne Auszubildende eben keine Kartoffeln. Hey, vielleicht soll ich ja wirklich meine Ausbildung machen. Der Mangel an jungem Nachwuchs hatte auch dafür gesorgt, dass im Kartoffelhaus der stärkehaltige Nachwuchs fehlte. Ja, irgendjemand musste ja das Kartoffelgeschäft safe machen. Und vielleicht würde Max einer derjenigen sein, der das Ruder rumreißen, Gamechanger sein, der uns die sprichwörtlichen Kartoffeln aus dem Feuer holen könnte, damit sie auf euren Tellern und in euren Mägen landen können. Ob auf dem Feld, im Lager, der Verwaltung oder in der Küche. Wenn es um Kartoffeln und Ausbildungschancen geht, haben wir für jeden Geschmack etwas dabei. Denn ohne Kartoffeln auch kein Geschäft. Friweiker. Aus Liebe zu Kartoffeln.